Herzlich willkommen zum Screencast Lesezeichen mit Edotex anlegen. Edotex ist eine Plattform, die beim Teilen und Sammeln von freien Lehr- und Lernmaterialien hilft. Das Herzstück von Edotex sind Lesezeichen, sogenannte Bookmarks. Diese Bookmarks können mithilfe von Edotex mit dem Bookmarklet oder manuell geteilt und gesammelt werden. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt an einem Beispiel aus dem Englischunterricht. In meiner nächsten Stunde behandle ich Romeo und Julia von William Shakespeare. Bei einer Internetrecherche habe ich zwei Lehrmaterialien zum Thema Shakespeare gefunden. Wie ich diese mit Edotex sammeln kann, zeige ich Ihnen jetzt. Am bequemsten kann ich mit dem Bookmarklet bereits während meiner Suche Lesezeichen bei Edotex anlegen. Das Bookmarklet ist ein kleines Add-on für Ihren Browser, das ganz einfach per Drag-and-Drop installiert wird. Das Bookmarklet lässt sich nur ausgeloggt installieren. Indem ich auf das Icon klicke auf der Startseite von Edotex, die Maus gedrückt halte und es in die Lesezeichenleiste ziehe, wird es in meinem Browser installiert. Nun kann ich externe Webseiten schon während meiner Suche auf Edotex sammeln. Dazu muss ich nur auf die Webseite gehen und in meinem Browser das Bookmarklet anklicken. Hierfür muss ich mich einloggen. Mit Tags kann ich frei gewählte Schlagworte vergeben, die das Lehrmaterial möglichst detailliert beschreiben. Häufig gesetzte Tags kann ich durch Anklicken einfach übernehmen. Speichern nicht vergessen und schon habe ich ein weiteres Lesezeichen gesetzt. Eine weitere Möglichkeit, auf Edotex Lesezeichen hinzuzufügen, ist das manuelle Bookmarken. Hierbei muss ich eingeloggt sein. Unter meinem Profil ist das Feld Lesezeichen hinzufügen. Ich kopiere die Adresse des gefundenen Materials und füge sie in das Feld für die Internetadresse bei Edotex ein. Jetzt klicke ich auf Prüfen und Erstellen und habe ein weiteres Lesezeichen angelegt. Auf der neuen Seite verschlagworte ich meinen Fund mit Romeo und Julia, auch mit Englischunterricht. So finde ich ihn bestimmt gut wieder. Dann drücke ich abschließend auf Speichern. Die Webseite gefällt mir so gut, dass ich sie mit 5 Sternen bewerte. Zusätzlich hinterlasse ich einen Kommentar. Von diesen Eingaben können andere Lehrkräfte bei der Suche profitieren. Alle meine Lesezeichen finde ich unter meinem Profil. Das war unser Screencast zum Anlegen von Lesezeichen mit Edotex. Sie wissen nun, wie Sie manuell und mit dem Bookmarklet Lesezeichen teilen und sammeln können. Unter Tutorials finden Sie auf der Webseite weitere Informationen, etwa eine speziell auf einzelne Browser und die mobile Version angefertigte Anleitung für das Bookmarklet. Wir wünschen viel Spaß mit Edotex.